Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir ein Ajourmuster, den du wieder für alle deine Projekte verwenden kannst. Ob du Pullover strickst, Tunikas, Schals oder egal was, kannst du diese Muster verwenden. Ein Muster, den man auch für Socken verwenden kann, weil wir haben Maschenzahl teilbar durch 16. Also das Richtige zum Beispiel auch für Socken. Sehr schönes Muster, sehr einfaches Muster. Das ist die linke Seite. Natürlich sieht die nicht so toll aus. Und ich habe wieder eine Skizze für euch. Und wie ich schon sagte, wir haben Maschenzahl teilbar durch 16. Plus eine Masche für die Symmetrie, wenn du jetzt in Reihen strickst, das heißt mit zwei Stricknadeln, dann hast du die Masche für die Symmetrie. Plus zwei Randmaschen, die ich hier nicht gezeichnet habe. Nach oben haben wir 16 Reihen. Und jetzt die geraden Reihen, das heißt zweite, vierte, sechste und so weiter, stricken wir nur linke Maschen. Sogar da, wo die Maschen als rechte erscheinen, stricken wir alle Maschen nach links. Wenn du jetzt in Runden strickst, hast du nur die 16 Maschen, also Maschenzahl teilbar durch 16. Und nach oben hast du 16 Runden. Die geraden Runden strickst du alle Maschen nach rechts. Im Schwarz haben wir die linken Seiten Maschen wieder. In Blau sind das die rechte Maschen. Dann haben wir im Grün Umschläge. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Das sind die. Und zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen, also verschränkt. Die Skizze kannst du dir am Anfang von diesem Video entweder abschreiben oder du gehst auf meine Instagram-Seite, da findest du das auch. Auf meiner Stricknadel habe ich 16 Maschen für einen Rapport plus eine Masche für die Symmetrie. Plus zwei Randmaschen. Wir fangen an mit der ersten Reihe. Die Randmasche, die erste, hebe ich ab. Danach haben wir drei Maschen, die wir nach links stricken. Die erste, die zweite und auch die dritte. Dann kommen zwei Maschen zusammen, verschränkt. Die rechte Stricknadel schieben wir unter den zwei Maschen hinten, holen den Faden und die Masche, die hier entsteht, biegt sich in die linke Richtung. Dann haben wir drei Maschen rechts, das waren die Katzen natürlich. Umschlag, eine rechte Masche, Umschlag, drei Maschen rechts, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Die rechte Stricknadel unter den zwei Maschen vorne, Faden holen und die Masche, die hier entsteht, biegt sich in die rechte Richtung. Dann kommen zwei Maschen links und nach den zwei linken Maschen fängst du wieder an mit deinem nächsten Rapport. Nach dem letzten Rapport strickst du eine Masche für die Symmetrie nach links und dann kommt die Randmasche. Jetzt wenden wir die Arbeit und haben die zweite Reihe, Randmasche. Hier erscheinen uns rechte Maschen. Trotzdem stricken wir die Maschen nach links. Also in zweite Reihe, sowie in allen geraden Reihen, stricken wir die Maschen nach links. Auch die Umschläge, die strickst du nach rechts. In Runden stricken wir alle Maschen nach rechts. Auch die Umschläge strickst du nach rechts, wobei du die rechte Stricknadel unter der Masche von vorne schiebst und holst den Faden.
und die Randmasche nach links. Dann wenden wir die Arbeit und jetzt haben wir die dritte Reihe. Wir fangen an mit der Randmasche, abheben und dann kommen drei Maschen links, zwei und auch die dritte. Zwei Maschen zusammen verschränkt, wieder hinter den zwei Maschen, Faden holen. Zwei rechte Maschen, ein Umschlag, drei rechts ein Umschlag, zwei rechte Maschen, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Die nächsten zwei Maschen, die rechte Stricknadel von vorne unter den zwei Maschen, Faden holen, fertig. Zwei Maschen links und nach deinem letzten Rapport strickst du nur für die Symmetrie eine Masche nach links und die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und die vierte Reihe strickst du wieder alle Maschen nach links. Die fünfte Reihe, die Randmasche, drei Maschen links, 1, 2, 3, zwei Maschen zusammen verschränkt. Eine Masche rechts, ein Umschlag, fünf rechte Maschen, ein Umschlag, eine Masche rechts, zwei zusammen nach rechts, zwei Maschen links und nach den zwei linken Maschen wiederholst du deine Rapports. Nach dem letzten Rapport für die Symmetrie eine Masche links und die Randmasche. Die sechste Reihe, alle Maschen stricken wir wieder nach links. Wir kommen jetzt zur siebten Reihe. Nach der Randmasche stricken wir drei Maschen nach links. Dann haben wir zwei Maschen zusammen verschränkt wieder. Ein Umschlag. Und jetzt kommen sieben Maschen, die wir nach rechts stricken. Ein Umschlag. Die nächsten zwei Maschen stricken wir zusammen nach rechts. Zwei linke Maschen und jetzt wiederholst du wieder deine Rapports. Nach dem letzten Rapport für die Symmetrie stricken wir nur eine Masche links und die Randmasche. Die achte Reihe stricken wir wieder alle Maschen nach links. Neunte Reihe, Randmasche. Danach haben wir eine Masche rechts, ein Umschlag, drei rechte Maschen, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Wieder die rechte Stricknadel unter den zwei Maschen von vorne. Faden holen, die Masche, die hier entsteht, biegt sich in die rechte Richtung. Fünf Maschen links. Und die fünfte. Zwei Maschen zusammen verschränkt, wieder von hinten, Faden holen. Drei rechte Maschen, ein Umschlag und nach deinem letzten Rapport für die Symmetrie eine Masche rechts und die Randmasche, die ich nach links stricke. Die nächste geraden Reihe strickst du wieder alle Maschen nach links.
11. Reihe, Randmasche, 2 Maschen rechts, ein Umschlag, 2 rechte Maschen, 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen wieder. Dann kommen 5 Maschen links. Zwei Maschen zusammen verschränkt. Zwei rechte Maschen. Ein Umschlag, eine rechts. Nach deinem letzten Rapport eine rechte Masche und die Randmasche nach links. Das war jetzt die 11. Reihe. Die 13. Reihe, Randmasche, 3 Maschen rechts, ein Umschlag, eine rechte Masche, 2 zusammen nach rechts und wieder haben wir 5 Maschen, die wir nach links stricken. Zwei Maschen zusammen verschränkt, eine rechts, ein Umschlag, 2 rechts. Für die Symmetrie nur eine rechte Masche und die Randmasche, die stricke ich nach links. Die 14. Reihe stricken wir wieder alle Maschen nach links. Die 15. Reihe, Randmasche. Nach der Randmasche haben wir 4 Maschen, die wir nach rechts stricken. Ein Umschlag, 2 Maschen zusammen nach rechts. Jetzt kommen 5 Maschen, die wir nach links stricken. 4 und 5. 2 Maschen zusammen, verschränkt, ein Umschlag und 3 Maschen rechts. Nach deinem letzten Rapport für die Symmetrie eine rechte Masche und die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und wir haben jetzt die 16. Reihe, also eine gerade Reihe, die letzte Reihe, die stricken wir wieder alle Maschen nach links. Wenn du die 16. Reihe schon fertig hast, musst du wieder ab der ersten Reihe stricken. Wieder bis 16. und so weiter. Immer wiederholen, so viele Rapports nach oben, wie du brauchst. Das war's für heute. Wie ich schon sagte, die Skizze kannst du dir abschreiben. Ich würde mich freuen, wenn dir das Video gefällt, dass du deinen Daumen nach oben machst. Und mich wieder besuchst. So sieht das aus nach einem Rapport in der Breite und einem Rapport nach oben. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.